Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Top 5 besten Bautrockner. Bautrockner sind Luftentfeuchter mit sehr starker Leistung. Deshalb sind in diesem Vergleich sowohl Profi-Bautrockner dabei, als auch generell Luftentfeuchter mit einfach sehr starker Entfeuchtungsleistung. Die Geräte haben wir hier auch nach ihrer Leistung geordnet. Wir fangen an mit dem Modell mit der wenigsten Leistung und schließen dann mit dem leistungsstärksten Gerät ab. Weitere Infos zu allen Entfeuchtern und Bautrocknern findet ihr auch in der Videobeschreibung. Starten wir nun mit dem ersten Modell, dem Actobis Luftentfeuchter, welcher mit einer Entfeuchtungsleistung von 40 Litern pro Tag kommt. Es handelt sich hier nicht nur um einen leistungsstarken Luftentfeuchter, sondern auch um ein äußerst smartes Gerät. So besitzt es ein elektrisches Hygrostat, welches zur Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit dient, eine übersichtliche LED-Anzeige inklusive aktuelle Anzeige der Temperatur, der Istfeuchtigkeit und des Filterstatuses, und das Gerät kann auch übrigens per WLAN, also per App, gesteuert werden. Zudem kann man die Entfeuchtungszeit hier mit einem Timer einstellen. Bis zu 24 Stunden kann man diese Zeit dann vorplanen, wie lange das Gerät arbeiten soll bzw. nach welcher Zeit es sich automatisch abschalten soll. Der Tank dieses Bautrockners ist 5,5 Liter groß. Natürlich kann an dem Modell aber auch ein Kondensschlauch angeschlossen werden, sodass man das Modell im Dauermodus benutzen kann. Ja, wie gesagt, das Gerät mit der schwächsten Leistung, allerdings sind 40 Liter pro Tag doch schon sehr ordentlich, und vor allem gefällt uns hier sehr gut, dass man das Gerät auch per App steuern kann. Mehr Infos zum Actobis Luftentfeuchter über den ersten Link in der Videobeschreibung. Eine bessere Entfeuchtungsleistung, nämlich von 50 Litern pro Tag, bietet uns der Comfy MDDP 50. Dieser ist mit seiner starken Reinigungsleistung für Räume bis zu 100 Quadratmeter ausgerichtet und kommt ebenfalls mit intelligenten Funktionen. Beispielsweise auch mit einem intelligenten Entfeuchtermodus, dass das Gerät die Entfeuchtungsleistung automatisch an die gemessene Raumluftfeuchtigkeit anpasst, also dass das Modell mehr Leistung auffährt, wenn der Raum feuchter ist. Zudem kommt das Gerät ebenfalls mit einem 24-Stunden-Timer und einer LED-Anzeige, an dem man die aktuelle Luftfeuchtigkeit sehen kann und auch die Sollluftfeuchtigkeit einstellen kann. Und sehr gut gefällt uns bei diesem Modell auch, dass man hier eine durchsichtige Wasserstandsfüllanzeige hat. Man kann durch dieses kleine Sichtfenster also ganz genau sehen, wann der 6 Liter große Wassertank voll ist und man diesen dann ausleeren muss. Natürlich kann man bei diesem Modell aber auch einen Kondensschlauch für den Dauerbetrieb dieses Modells einrichten. Dieses Modell mit einer Leistung von 50 Litern pro Tag ist das aktuell günstigste Modell in diesem Vergleich und von unserer Seite aus eine absolute Preis-Leistungs-Empfehlung für das Trocknen mittelgroßer Räume. Zwar ist der für Räume bis zu 100 Quadratmeter ausgerichtet. Seinen besten Job in der kürzestmöglichen Zeit macht er aber natürlich bei kleineren und mittelgroßen Räumen. Mehr Infos zum Comfy-Gerät über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Eine leicht bessere Entfeuchtungsleistung, nämlich von 52 Litern pro Tag, bietet uns der Trotec TTK 170 Echo. Hier handelt es sich wirklich um einen professionellen Bautrockner, der auch extra für Einsätze auf der Baustelle geeignet ist. Trotz der ähnlichen Entfeuchtungsleistung wie beim Comfy-Gerät kann dieses Gerät viel mehr Luft pro Stunde umwälzen, nämlich 350 Kubikmeter pro Stunde statt nur 250 Kubikmeter als das Comfy-Modell. Es kann also wesentlich schneller die Luft einsaugen und dadurch auch vor allem schneller entfeuchten. Die Kapazität des Wassertanks beträgt hierbei 6,6 Liter und das Gerät kommt zwar ohne clevere Smart-Funktion, aber ist wie gesagt ja auch für die Baustelle geeignet und da erfüllt er auf jeden Fall seinen Zweck, vor allem durch die großen Transportrollen und den gut erreichbaren Haltegriff. Dieses Modell ist das beliebteste Gerät für gewerbliche Nutzer und kann dank seiner Heißgasautomatik auch bei niedrigen Temperaturen in unbeheizten Räumen, wie beispielsweise auf kühlen Baustellen, sehr hohe Entfeuchtungswerte bieten. Zudem ist das Modell insgesamt sehr robust aufgebaut, eine sehr stabile Konstruktion, wie gesagt, dadurch perfekt für Baustellen geeignet. Und natürlich kann man hier auch einen Kondensatablaufschlauch anschließen und das Gerät somit im Dauermodus betreiben. Mehr Infos zum Trotec TTK 170 über den dritten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir zum vierten und vorletzten Modell aus diesem Vergleich, dem Comedis Luftentfeuchter mit einer Entfeuchtungsleistung von 75 Litern pro Tag. Er schafft also ca. 25 Liter mehr als die beiden zuerst vorgestellten Modelle, kommt dabei aber noch mit einem äußerst fairen Preis. Er ist nicht der klassische Bautrockner, wie man ihn beispielsweise beim Trotec TTK hat, sondern er erinnert eher an ein Modell, welches auch für den Heimgebrauch gut geeignet ist. So oder so, entscheidend ist ja die Leistung, die liegt hier wie gesagt bei 75 Litern pro Tag und damit kann er eben auch Baustellen sehr effektiv entfeuchten. Aber auch für die Schimmelbekämpfung oder die Trocknung nach großen Wasserschäden ist das Gerät durch seine hohe Leistung sehr gut geeignet. Es wälzt bis zu 550 Kubikmetern pro Stunde um und besitzt einen Wassertank von 4,8 Litern. Natürlich kann man an das Modell aber auch einen Abflussschlauch anschließen und es dadurch im Dauermodus benutzen.
Durch das Bedienfeld an der Oberseite des Modells kann man hier eine Zielluftfeuchtigkeit einstellen, sowie das Gerät dann eben im Automatikbetrieb anhand dieser Werte laufen lassen. Man kann einen Timer einstellen und auch die Entfeuchtungsleistung in zwei verschiedenen Stufen einstellen. Mehr Infos zum Comedes Demeco Modell über den vierten Link in der Videobeschreibung. Kommen wir zum fünften und letzten Bautrockner aus diesem Vergleich und auch hier handelt es sich wieder um ein wirkliches Profigerät. Das Gerät mit der stärksten Entfeuchtungsleistung, dementsprechend natürlich aber auch mit dem höchsten Preis. Es geht um den HBM Profi Bautrockner, welcher mit 90 Litern Entfeuchtungsleistung pro Tag kommt. Er besitzt eine unglaublich starke Leistung von 1300 Watt, mit der er bis zu 850 Kubikmeter die Stunde Luft umwälzen kann. Damit schafft er es wie gesagt auf 90 Liter Entfeuchtungsleistung pro Tag und kommt auch mit weiteren Ausstattungen, die das Gerät ebenfalls für professionelle Einsätze bzw. sehr große Entfeuchtungsleistungen super geeignet macht. Beispielsweise erstmal seine hohe Stabilität. Das Gerät ist in einen stabilen Metallkasten eingebaut, kann durch den Haltegriff und die Transportrollen auch sehr leicht überall hin bewegt werden. Zudem ist ein relativ langes Kabel und ein langer 5 Meter Kondensations-, also Abflussschlauch dabei, durch die das Gerät sehr flexibel eingesetzt werden kann. Auf der Oberseite des Geräts kann man durch die Tasten einen Timer einstellen, die Entfeuchtungsleistung hoch oder runter stellen oder auch die automatische Abtaufunktion aktivieren. Für alle, die ein Modell mit bestmöglicher Entfeuchtungsleistung brauchen, für die ist der HBM-Bautrockner die richtige Wahl. Ansonsten empfehlen wir für Leute mit kleinem Budget auf jeden Fall den Comfy 50 Liter und für Leute mit etwas größerem Budget und größeren Ansprüchen ist für uns preis-leistungstechnisch der Comedes 75 die beste Wahl. Wir hoffen nun, dass wir euch weiterhelfen konnten, dass hier für euch etwas dabei war. Mehr Infos zu allen Produkten erfahrt ihr wie immer in der Videobeschreibung. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Top-Vergleich.